Es ist ruhig. Zu ruhig. Noch zumindest. Mitten in der Wildweststadt Geisenhausen versammeln sich jedoch langsam aber sicher immer mehr Cowboys, Indianer und ja, auch etwas andere Paradiesvögel. Denn es dauert nicht mehr lange und dann startet der traditionelle Faschingsumzug und das Motto des diesjährigen Festzuges lautet eben Cowboys und Indianer. Zugegeben, nicht überall waren jetzt Rothäute und Viehtreiber zu sehen, aber das macht ja ein solches buntes Fest auch aus. Hier zeigen die sonst so ernsten Niederbayern ihre etwas wildere Seite. Und alle lassen sich davon anstecken. Nur noch wenige Minuten bis zum Start und mittendrin entdecken wir zwei echte Superstars des deutschen Kinos. Winnie Touch und Abba Hatschi. Bekannt durch ihre Lebensverfilmung Der Schuh des Manitou, nahmen sie sich kurz Zeit, um uns Rede und Antwort zu stehen. Natürlich wollen wir wissen, wie viel Zeit man in solch ein Projekt stecken muss und wie viele Menschen am Ende mit beteiligt sind. Ja, also das Motto selber war eigentlich von Geisenhausen, von der Solimogai hervorgeben. Heuer haben alle Jahre ein Motto und wir passen uns eigentlich die meisten Jahre an. Und die Planung, gut, die fangen so irgendwo vor Weihnachten an. Und dann mit den Bauarbeiten beginnen wir meistens am Anfang gerne. Weil wir viel mehr Zeit haben, weil wir immer samstags machen, weil die Leute einfach nicht so viel Zeit haben. Ja, wir sind so also im Schnitt so um die 4-25 Leute, die alle beieinander sind. Einmal hat der Zeit, einmal hat der Zeit. Aber von den Kosten her kann ich heuer gar nichts genau nicht sagen. Aber ja, man darf schon rechnen, dass da bald ein Tausender drauf geht für das Ganze. Dann war es soweit. Der Faschingsumzug in Geisenhausen setzte sich in Bewegung. Und natürlich folgten wir sofort der Einladung der Faschingsfreunde Schlott, auf ihrer Puderosa Ranch mitzufahren. Unzählige Süßigkeiten für unzählige Besucher flogen zu unzähligen Disco-Beats durch die Geisenhausener Straßen und ließen nicht nur die Kinderaugen leuchten. Die Stimmung war wie auch schon in den Jahren zuvor. Moment, soeben bekommen wir eine Meldung aus dem Cape Canaveral. Wir schalten live zu den Astronauten der NASA. Das ist mein Kollege, das ist der Kollege Bass, Neil, Oberkämmer, verstehst du? The Eagle is landing, verstehst du das? The Eagle is landing, do you understand me? Ja, ja, hab schon gehört. Der Mann ist halt der, wo immer ganz viel redet, weißt du das? Ja, ich habe mein Mikrofon selber. Also, ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, meine lieben Gäste, sehr geehrte Jubilar. Das ist halt unser Bildungsfahrer, schau, geh mit, Nahaufnahme, das ist der Hein. Das ist der Hein. Das ist Micha. Micha, sag einmal was. Grüß euch, ich bin Micha. Micha ist auch vom anderen Stern. Ja. Der ist auch. Also, wir kennen wir gleich. Waren wir früher, das letztes Jahr. Letztes Jahr wollten wir bei Biggest Loser mitmachen, haben sie es nicht lassen. Nein, da, so, jetzt ist es soweit. Es hat nicht funktioniert. Alles nur schon. Was tust du jetzt mein Ding da? Danke für diese doch sehr spektakuläre Nachricht, Neil. Doch kommen wir zurück zum Faschingstreiben. Nach etwa einer Stunde hat der Zug die Ortsgrenze erreicht und fuhr noch einmal durch die Straßen. Doppelte Ladung für alle Fans des wilden Treibens. Das wilde Treiben in Geisenhausen war übrigens auch der Grund für das Motto heuer Wilder Westen bzw. Cowboys und Indianer. Und bereits heute sind wir gespannt darauf, was sich die Verantwortlichen für das kommende Jahr wieder einfallen lassen.